Bloß zwei kurze Hinweise, Veranstaltungshinweise, wenn man so will, an euch weitergeben. Und zwar am 17. Juni, das ist der Samstag kommende Woche, ist der Tag der Bundeswehr. Die Bundeswehr steht jetzt im Fokus, klar, durch die politische Lage in der Ukraine, mit der NATO und so weiter und so fort. Es gibt einen Tag der offenen Tür in Veitshöchheim. Das ist ja nicht allzu weit weg, kurz auf ein kleiner Vorort oder kleine Vorstadt von Würzburg. Wer also Interesse hat, weil man ja hier so gut wie nie mit Soldaten zu tun hat, wenn man mit Soldaten reden will, über die unterschiedlichsten Dinge, wie sie zur Impfpflicht stehen, wie sie zur Sicherheitspolitik stehen, wie sie zu den Auslandseinsätzen stehen. Wer da Interesse hat, den kann ich nur ermuntern, da hinzufahren, natürlich ohne irgendwelche Schilder, also Demos werden da nicht geduldet, das ist klar, aber als Einzelpersonen hingehen und einfach mal das Gespräch mit den Soldaten suchen. Das ist mein Wunsch, wenn das der ein oder andere vielleicht nochmal macht, damit vielleicht auch bei denen mal ein Licht aufgeht. Die müssen nämlich sich bis heute noch immer impfen lassen. Dieser Wahnsinn hat dort immer noch kein Ende. Das war der erste Hinweis. Und der zweite Hinweis, am 2. Juli, das ist ein Sonntag in drei Wochen, ist der Tag der Franken. Der Tag der Franken findet jedes Jahr woanders statt, wurde natürlich wegen Corona auch zweimal ausgefallen. Er findet wieder statt in Bad Windsheim. Und da könnte man auch mal öffentlichkeitswirksam durch die Reihen laufen. Jetzt auch nicht wieder mit Schildern, müsste man anmelden. Aber wir haben ja alle so schicke T-Shirts. Und wenn der eine oder andere den Weg nach Bad Windsheim findet und dort das Gespräch mit den Leuten sucht, der wird sicherlich auch das ein oder andere Gespräch finden.